Was zuletzt geschah. Ein letzter Sonnenuntergang, die letzten gemeinsamen Stunden vor dem Krieg. An einem letzten Abend versammelte sich die Gruppe am Strand von Schatzstadt, um die Atmosphäre zu genießen. Der Anblick löste bei vielen von ihnen Erinnerungen aus, und so redeten sie viel über die Vergangenheit. Bulbi erzählte von ihren Eltern, die nicht wollten, dass sie sich mit Scheinux abgab und gegen all ihre Abenteuer waren. Lord Ecke erzählte von seinem ersten Treffen mit Günther. In ihrer guten Laune scherzten sie alle darüber, wie man ihre Abenteuer wohl am besten vermarkten könne. Und Chillast erzählte von seinen toten Eltern. Sie waren tapfere Erkunder, doch kam eines Tages beider bei einer Mission ums Leben. Doch er wollte kein Mitleid von den anderen. Er hatte sich entschieden, zu ihren Ehren Erkunder zu werden. Er wollte nicht trauern, aber auch nicht vergessen. Auch ein altes Lied, welches sein Vater ihm beibrachte, spielte er vor. Doch Günthers Reaktion auf dieses Lied war nicht vorhergesehen. Kapitel 15. Ein nostalgisches Geschenk. Wenige Sekunden später durchzuckte mich etwas wie ein Stromstoß. Der Strand verschwand vor meinen Augen. Alles um mich herum war schwarz. Nur ein einzelnes Wesen war hier. Es sah aus wie ein Kanimani. Nur war es durch und durch blutrot. Die Stimme verriet mir, dass es sich um Determination handelte. So, ich sehe, was hier geschieht. Nicht schlecht. Hinter ihr erschien ein großes, verschlossenes Tor. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ihr Erfolg haben würdet. Tatsächlich war dieser kleine Kerl der Schlüssel. Ich verstand nicht. Dumm wie immer, aber bald wirst du es wissen. Alles. Das Schloss des Tores zerbrach und Licht breitete sich überall hin aus. Es wirkte, als würde alles in meinem Kopf explodieren. Und dann Stille. Es war alles normal. Ich saß wieder am Strand. Mein Kopf fühlte sich normal an. Nur eine Sache war anders. Chillast spielte immer noch. Den anderen schien nicht aufgefallen zu sein, was bei mir vorgefallen war. Chillast! Er stoppte sofort. Was ist das für ein Lied? Er überlegte kurz. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass ich es von meinem Vater kenne und der es von seinem kannte. In dieser Welt wird das Lied seit vielen Jahren nicht mehr weitergegeben. Alle sahen mich verwirrt an. Das ist es doch, was Tobut sagte. Jetzt verstehe ich es. Warum? Was ist denn los, Günther? Ich erinnere mich. Alle sahen mich verwirrt an. Warte, wie du erinnerst dich? Woran? An einfach alles. Aber wie kann das sein? Wieder dachte ich an Tobuts Worte. Es ist relativ einfach. Dieses Lied, das Chillast von seinen Eltern gelernt hat, muss das Lied der Erinnerungen sein. Tobut sagte uns, dass es in unserer Welt seit Generationen nicht mehr weitergegeben wird. Aber Chillast stammt nicht aus unserer Welt. Du kanntest das Lied und hast damit meine Erinnerung zurückgebracht, Chillast. Alle waren für einen Moment still, bis Bulbi die Stille durchbrach. Aber das ist großartig. Wir sind bereit für morgen. Es kann nichts mehr schiefgehen. Latias kam zu mir. Entschuldige, falls es seltsam rüberkommt, aber ich möchte sicher gehen. Kannst du uns eine Sache sagen, die vor deiner Rückkehr geschehen ist, die wir dir nicht erzählt haben? Ich überlegte kurz. So viele Gedanken schossen mir durch den Kopf, die ich zuvor nicht hatte. Auf unserer ersten gemeinsamen Reise, Lord Ecke. Damals die antiken Ruinen, kurz vor unserem Kampf gegen Zwirfinst. Die Ruinen waren voller Bilder von legendären Pokémon. Wir waren alle drei ziemlich beeindruckt. Ähnliche Zeichnungen haben wir auch auf der Suche nach Floink in der dunklen Welt gefunden. Mitten im Berg der Wahrheit. Sehr schön, du hast recht. Einige der Zeichnungen gleichen sich vollständig. Dann ist es wohl offiziell. Ich gebe meine Leitung in diesem Team ab, Günther. Führe du uns in den Krieg. Ich war fest entschlossen. Ich werde euch führen und wir werden gewinnen. Im Namen des Lichtes der Wurzelwelt. Wir alle zusammen beendeten den Abend und den Urlaub mit diesem Ausruf, der unser Kampfspruch in diesem Krieg werden würde.
im Namen des Wizards. Und so brach der nächste Morgen an. Unser Urlaub war offiziell zu Ende. Wir würden in den Krieg ziehen. Die Krieger aus der anderen Welt waren in Schatzstadt, um uns mit Ausrüstung einzudecken, während der Rest eine Lagebesprechung machte. Ich fühlte mich bereits wieder wohl in der Rolle, die mir zugeteilt wurde. Eine große Karte lag vor uns. Latias, du sagtest, du würdest die Lage des Portals kennen. Aber wo auf der Karte ist es? Sie markierte einen Punkt etwas im Südwesten. In dieser Gebirgskette, auf dem höchsten Berg gibt es eine Höhle, dort ist das Portal. Ich analysierte die Karte. Lord Ecke sah dasselbe wie ich. Ist das nicht fast dort, wo ich dich gefunden habe? Exakt, und in dieser Höhle bin ich aufgewacht. Das Portal existiert also erst seit kurzem. Wir wissen genau, wo wir hin müssen. Kurze Zeit später kamen die anderen mit unseren Materialien zurück. Und die Zeit war gekommen. Wir brachen auf. Ab in den Krieg. Im Namen des Lichtes der Wurzelwelt. Unsere Reise führte uns, wie bereits erwähnt, in die verschneiten Berge. Der Ort, an dem ich als Vollriegel aufgewacht bin. Es wirkte, als wären schon Ewigkeiten vergangen, obwohl es erst wenige Wochen waren. Es ist schon so viel passiert. Unsere Reise dauerte nur wenige Stunden. Schatzstadt war deutlich näher an den Bergen als Silberdorf. Es dauerte nicht lange, bis wir uns der Bergspitze näherten. Sind alle bereit? Es geht gleich los. Alle nickten. Doch auf einmal ertönte eine Stimme. Moment mal, ihr wollt doch nicht schon so schnell aufbrechen. Über uns schwebte ein alter Bekannter. Darkrai. Ach was, Feuerriegel. Ich sehe, du hast dich mit ihnen verbündet. Und ihr nehmt so jemanden auf. Wir alle sagten nix. Wir wussten, wenn er nicht über meine Vergangenheit im Klaren wäre, wäre dies ein großer Vorteil für uns. Darkrai, willst du dich schon hier stellen? Das würde alles einfacher machen. Er lachte. Was denkst du denn? Aber ich bin trotzdem nicht mit negativen Gedanken hier. Wisst ihr, ich mag in dieser Geschichte zwar der Böse sein, aber ich respektiere meine Feinde doch immer. Und Shinux, für dich ist es doch noch einmal etwas Besonderes. Schließlich habe ich dich nicht letztendlich erschaffen. Da fühle ich mich ja fast wie ein Vater. Wir waren uns alle nicht sicher, worauf der Albtraumkönig hinaus wollte. Wie? Weißt du es etwa selber nicht? Wenn man alle Faktoren des Raumzeitkontinuums bedenkt, deine Seele beachtet und deinen Körper dazu nimmt. Sagen wir es kurz. Hast du vergessen, dass heute dein Geburtstag ist? Und nicht nur irgendeiner. Nein, nein, nein. Es ist sogar ein besonderer. Der 18. Ein großer Meilenstein. Shinux wirkte etwas perplex. Warte, das stimmt, das hatte ich komplett vergessen. Was willst du, Darkrai? Mach es kurz. Ah, Lord Ecke, hab's doch nicht immer so eilig. Dem Pokémon, das für mich fast ein Sohn ist, möchte ich an diesem Geburtstag natürlich ein besonderes Geschenk machen. Ich will mich nicht deiner Armee anschließen. Wieder lachte Darkrai. Das war mir bewusst. Dafür bräuchte es auch keinen speziellen Anlass. Aber wie ihr ja wisst, ein gutes Geschenk zu finden ist schwer. Vor allem du kennst das Problem ja, Shinux. Aber für dich habe ich keine Kosten und Mühen gescheut. Ich bin von Welt zu Welt gereist. Ja, sogar außerhalb der Welten. Ich habe Partikel für Partikel einzeln gesucht. Weißt du, nachdem so viel geschehen ist, dachte ich mir, dass etwas Nostalgisches doch schön wäre. Die Vergangenheit wieder aufleben lassen. Tritt nach vorne, mein junger Freund. Vorsichtig trat Shinux einen Schritt vor uns. Er war berechtigterweise vorsichtig, so wie auch wir alle. Kein Grund, nervös zu sein. Ich schwöre, ich werde keinem von euch ein Haar krümmen. Ich stehe zu meinem Wort. Ich möchte dir nur ein unglaubliches Geschenk geben. Er schwang seine Arme mit Wucht nach hinten. Zwei Portale erschienen. Ich muss dann leider wieder weg. Viel Spaß mit der Vergangenheit. Er verschwand auf der Stelle und aus den Portalen kamen dunkle Partikel. Sie alle sammelten sich an einem Punkt. Shinux ging langsam rückwärts, um wieder in unsere Reihen zu gelangen. Doch kurz bevor er ankam, bildete sich eine Art Kuppel. Sie war aus einer Art Glas.
einer ganz bestimmten Art. Und schließlich zeigte sich, was Darkrai meinte, als er davon redete, Shainooks Vergangenheit aufleben zu lassen. Wörtlicher konnte man es nicht nehmen. Denn schon bald stand dort, wo sich die Partikel sammelten, ein Pokémon. Der König des Zwielichtes. Nykrozma. Er wirkte selber sehr verwirrt. Warte was, wo bin ich? Ich war doch gerade noch. Er sah sich um. Shainooks war bereits in Kampfstellung. Bulby versuchte verzweifelt, die Barriere zu zerstören. Beruhig dich, beruhig dich. Ich sehe, man trifft sich wieder. Ich weiß zwar nicht, wie ich hierher komme, aber es ist unwichtig. Denke ich zumindest. Lord Ecke war der erste von uns, der etwas sagte. Nykrozma, du verdammter Bastard, lass unseren Freund gehen! Jetzt werd doch nicht gleich unfreundlich. Er sah sich um und schien die Barriere zu inspizieren. Und wo kommt das Ding her? Sofort verschwand die Barriere. Wir alle hielten unsere Position. Ihr könnt euch beruhigen. Ihr könnt mich nicht ab, das weiß ich. Aber kein Grund, aggressiv zu werden. Ich brauch grad wirklich keinen Kampf. Dafür gibt's keinen Grund. Wir waren alle verwirrt. Wirklich? Du willst nicht kämpfen? Warum sollte ich? Ich hatte ja nie wirklich einen Hass auf euch. Ich hatte für die dunkle Macht gekämpft, ja. Aber die gibt es ja nicht einmal mehr. Also ruhig, Blut. Machen wir einen Deal. Frieden. Ihr lasst mich in Ruhe. Ich lasse euch in Ruhe. Shainooks hinterfragte das Angebot. Warum sollten wir dir glauben? Nykrozma sah nach unten, zu Shainooks. Ach, du musst derjenige sein, der einen Teil meiner Seele hatte. So steht man sich also gegenüber. Und ich habe keinen Grund zu kämpfen. Außerdem habe ich euch nicht letztendlich gerettet im Kampf gegen Floink. So ungern ich es zugab, er hatte recht. Du warst eine gute Vertretung für mich, Kleiner. Also lass uns Frieden schließen. Hand drauf. Er hielt Shainooks seine Hand hin. Die Situation kam mir sehr seltsam vor. Auch Shainooks wirkte skeptisch. Nykrozma war verwundert. Glaubst du mir etwa nicht? Was sind das nur für Zeiten, in denen man sich nicht einmal mehr selber vertraut? Ich habe nichts mehr mit dir zu tun. Ich bin nicht du. Sieh es, wie du willst. Ich will keine Allianz bilden. Ich will nur Waffenstillstand. Also, Deal. Auch Shainooks schien zu erkennen, dass Nykrozma einen überzeugenden Punkt hatte. Stellvertretend für uns alle, als sein Ebenbild in unseren Reihen, gab er Nykrozma die Hand. Ich sah Nykrozma kurz aufgrinsen. Doch dann war es schon zu spät.